Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Tower of Fantasy. So, dann, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben einmal das Event, noch einige Sachen zu machen. Gehen wir direkt zu Mias Küche. Tägliche. Thank you.
fehlt mir noch die. Das hatten wir. Thank you.
Oh mein Gott! Hi, wie geht's? Ja, die habe ich vergessen anzuschalten, weil ich letztes Mal ohne Webcam gestreamt hatte. Heute war mein erster Arbeitstag. Arbeitstag? Bist du in der Arbeit gegangen? Ja gut, von den Ärzten aus war es so, sie haben mich wieder arbeiten geschickt, um zu sehen, wie ich mich so mache. Mhm. Aber gut, der Tag war richtig anstrengend. Obwohl wir haben so gesehen, der Tag an sich war nicht anstrengend, aber es war einfach nur so lange aktiv zu sein, was ich nicht gewohnt war jetzt von den letzten 5 Monaten. Okay. Wie sieht es aus? Willst du jetzt trotzdem weitermachen oder? Das sehe ich jetzt morgen, weil es ging gut heute, hatte zwar viele Schmerzen, aber ich möchte jetzt morgen früh sehen, wie ich aufkomme. Letztes Mal, als ich auf der Feier bei meiner Mutter war, da war die Feier war auch ganz okay. Nächster Tag bin ich halt gestorben im Bett. Okay. Jedenfalls, der Arzt hat mir auch gesagt, dass wenn es wirklich nicht klappen würde, werden einfach meine Stunden reduziert. Und gehe ich für eine Zeit lang Halbzeit arbeiten. Okay. Wäre ja auch besser so, damit du dich noch erholen kannst. Aber ich muss echt sagen, ich habe mich gezwungen, heute die 8 Stunden durchzuziehen. Also ich wollte unbedingt einmal 8 Stunden durchziehen. Was machst du eigentlich genau? Was hast du jetzt gemacht? Ich bin ja Bad- und Küchendesigner. Nee, gelaufen bin ich nicht. Ich soll laut dem Arzt ja nur am Büro arbeiten. Und das heißt, das ganze Laufen, Baustellen besuchen soll ich absolut unterlassen. Okay, ja. Das habe ich auch meinem Chef gesagt. Er hat auch gesagt, das ist kein Problem. Dafür schicke ich meinen Lehrling raus. Da kriegt er auch mehr Praxisübung. Ja, passt doch. Wenn du nicht laufen musst und eigentlich nur da bist, dann ist es ja nicht so schlimm. Gut, aber du hast halt aber Leute, die es einfach nicht verstehen möchten, dass ich nicht laufen kann, obwohl ich denen dann eine Krücke zeige, dann kriegst du einfach solche Kommentare. Ja, können sie mir trotzdem zeigen, was sie damit meinen? Das verstehe ich nicht ganz. Weißt du, dann erkläre ich denen was aus einem Katalog, obwohl wir es dann auch in der Ausstellung haben. Das sage ich, ja, da müssen sie es schon schauen gehen. Ja, wo liegt denn das? Erkläre ich, die Kunden sind da noch zu dumm, links, rechts, links zu verhalten. Ich finde es nicht, können sie trotzdem kommen. Dann sage ich, ich kann nicht, ich kann momentan nicht laufen. Hm. Gott sei Dank hatte ich nur 2 solcher Kunden heute, aber trotzdem. Ich weiß ja nicht, wenn man schon gesagt bekommt, man
Man ist bewegungsunfähig, dass die Leute trotzdem dann drauf fahren. Hier können sie nicht trotzdem mitkommen. Ich bin ehrlich, ich hab gesagt, keine anderen noch, die da waren, die das hätten machen können? Schon, aber da in unserem Service nur drei Leute, die wirklich diese Ausbildung haben, und weil wir auch ja anders bezahlt werden wie die niedrigeren Mitarbeiter, so ist es bei denen auch, die sehen uns als schlecht, wobei ich einfach nicht verstehe, wer mehr gemacht hat im Leben, dem gebührt auch mehr. Und so sehen die uns sehr feindlich an. Unter einem Team, das ist übelst traurig. Und kommst du voran in Genshin? Ich bin jetzt World Level 8 mittlerweile. Hab's geschafft. Hab die Story echt weit durchgespielt. Bin jetzt beim letzten Chapter. In der Archon Quest und ich finde die richtig gut. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich war jetzt in dem Gefängnis und hab da ein bisschen infiltriert und so. Okay, nee, okay, dann sag mal lieber nichts, nicht dass ich dich noch spoiler. Aber es ist richtig gut. Es bockt auf jeden Fall. Versuchen wir doch mal den Arlecchino-Boss. Damit ich endlich mal meine Zeit dazu upgraden kann bei Arlecchino. Ich will sie auch eine Krone geben. Eine Krone geben? Wie meinst du das? In den Talenten. Ah, okay. Ja, also das 10. Talent freischalten. Genau. Also Stufe 10. Ich meine Krone verwendet. Ja. Also bei ihr auf jeden Fall. Sie ist mein stärkster Charakter. Und ich habe sie seit kurzem. Wollen Sie berechnen, dass ich Wanderer seit einem Jahr habe? Hab ich aber auch nicht gespielt, muss man sagen. Weil Wanderer macht jetzt, da ich ein Artefakt geklaut habe, macht er jetzt 10k Damage. Pro Charged Hit. Ist trotzdem noch ziemlich stark. Arlecchino macht so um die 60k pro Normal-Hit. Meistens sind, wenn es low bound ist, so 30k bis 60k. Mit Bennett im Team sogar bis 80k. Und das mit richtig schlechten Artefakten, ne? Mein Crit Damage ist gerade mal bei 150. Und das ist eigentlich nicht so gut bei ihr.
Unser Healer ist gestorben. Ich glaube, das wird nicht sein. Wenn der Healer tot ist beim Alikunovas, dann ist vorbei. Weil sobald sie dich einmal markiert, dann kriegst du die ganze Zeit Damage, ohne dass sie überhaupt dich angreift. Oh ja. Das ist mies. Oh mein Gott, Junge. Und die two-shottet dich einfach, ne? Also die two-shottet meinen Level 90er Wanderer einfach weg. Und du musst dir vorstellen, ihre Hits sind richtig schnell. Also die haut bam bam und dann bist du tot. Also das fühlt sich dann an wie ein One-Shot. Also sobald sie dich eigentlich einmal getroffen hast, bist du eigentlich bei... Hast du kaum eigentlich noch eine Chance zu überleben. Es sei denn, du hast wirklich sehr, sehr Glück und dodgst nochmal schnell weg, dann überlebst du noch den nächsten Hit. Also zumindest bekommst du ihn erst gar nicht ab. Ah, gut. Wir haben noch Bennett im Team. Es ist jetzt nur noch Bennett, Leuvillette und mein Wanderer am Leben. Und ich bin schon wieder vom Bound getroffen. Na, je. Und habe 3000 HP. Ich bin im roten Bereich. Ich glaube, sie muss mich nicht mal berühren und ich krieg Damage. Oh, ich bin im 6000er. Bennett hat geheilt. Let's go. Okay, wir haben die erste Phase vorbei. Jetzt kommen wir in die zweite Phase. Wir haben die erste Phase gerade so noch überlebt. Und ich wurde fast gewonshottet. Ich hatte 10.000 HP, wurde auf 600 HP runtergehauen. Ich bin jetzt nur noch bei 100 durch Bound und bin jetzt gehealt. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Kommentar? Ich fühle mich gerade, als würde ich E-Sport machen des Todes hier. Ich will doch einfach nur den Boss besiegen. Hä? Unser Healer ist wieder am Leben durch Phase 2. Was ging denn jetzt ab? Also ganz oft, wenn eine zweite Phase ist, hast du gerne, dass alle mit ganz wenig Leben zurückkommen. Ich habe 1000 AP, 900, bitte Healer, mach was. Oh, danke. Jetzt habe ich wieder 9000, 16000, let's go. Oh, nee, Digga. Oh. Wenn du es nicht schaffst, kann ich schon mal schnell reinkommen. Kannst du machen, aber ich glaube nicht, dass du da auch groß helfen würdest. Ich spiele schon mit zwei Level 60ern. Ich komme mit Song Lee. Na glaub mir, dann brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen um Schaden. Wenn du willst, können wir es mal versuchen. Na warte, ich komme dann mit dem Handy rein. Okay, wir haben den Alekino-Boss. Wir haben den Easy. Der hat auch noch ein paar HP und ja. Wir können ihn halt noch ein zweites Mal machen, aber dann halt ohne Belohnung für mich. Egal. Weekly-Boss kann man ja nur einmal pro Tag einsammeln, ne? Ja, richtig, richtig. Ja gut, ich habe ein richtiges Teil bekommen, ein falsches Teil. Ist nicht das so schlimm. Stimmt, ich habe das Update noch gar nicht auf dem Handy runtergeladen. Mist! Ja, nee, ist nicht so schlimm, muss nicht unbedingt kommen. Hab's ja eh schon geschafft. Das Einzige, wo eigentlich Song Li nicht hilfreich ist, sind solche Bosse, die Schaden machen durch den Schild. Ich weiß nicht, ob das bei der so ist, ne? Das kann ich dir nicht sagen. Ja. Ich kann mir sogar aber vorstellen, ja. Weißt du, wie diese komische Wölfe, die fliegen, die du auf der einen Insel von Inazuma... Ja, genau, die geben dir ja auch so in der Art wie Bound. Das macht die alle Kino auch. Die machen dir so einen Schaden, wo mein Schild gar nichts bringt.
Ich glaube, dann habe ich jetzt mein erstes Talent dann auch schon auf Level 9. Quatsch, was sollte ich machen? Nee. Weekly Boss einmal pro Tag und dreimal die Woche war es, ne? Danach kostet Weekly Boss, glaube ich, 60, ne? Aber du kannst trotzdem Weekly Boss einmal pro Tag machen, oder nicht? Ich habe Weekly Boss das nie richtig wirklich gemacht. Doch, es ist so, stimmt, du hast den verminderten Preis. Ich habe es immer so gemacht, ich habe die Weekly Boss direkt am ersten Tag alle gemacht. Weil ich immer für mehrere Charakter gesammelt habe. Achso, also meinst du Weekly Boss kann man einmal machen, aber jedes Mal einen verschiedenen, oder was? Ja. Okay, scheiße. Das Gute ist, da ich gerade 5 Level aufgestiegen bin, also 5 Adventure Ranks, habe ich gerade sehr viel Fraggles bekommen. 10 Stück. Das heißt, ich kann die gerade schön ausgeben für alle Kino. Bin ich schon mal auf Level 9 beim einen Talent und dann gehe ich wahrscheinlich noch auf 10. Allein auf Level 9 bringt mir noch mal wie viel Prozent Damage? Also bringt mir noch mal 6% beim ersten Hit und bei dieser Fähigkeit bringt mir das fast 20% mehr. Das ist crazy, das ist gut viel Damage. Irgendwie, wenn ich jetzt 6% mehr mache und dann beim nächsten Mal vielleicht noch mal 6%, dann habe ich 12% mehr Damage. Das wird man spüren. Also ich glaube, bei der Crown gibt es sogar noch mal mehr, als das mein Game-Aufgang gibt es. Warum hat sich jetzt mein Game-Aufgang? So ist das. Ja gut, das Lustige ist, ich kann mein Game bewegen. Ich höre es, wie es sich bewegt, aber ich habe Standbildschirm. Ja gut, alte 4 regelt. Bist du auch bald Level 100 Tower Fantasy? Ich bin 98 in der Hälfte so. Siehst. Du hast ja aber auch nicht genug Zeit bis zu den Waves, ne? Ja, ich schaff's bis dahin. Noch weiter Tower Fantasy spielen? Ja, Tower Fantasy macht mir richtig Spaß. Okay, gut. Welche Stärke bist du gerade? Meine Stärke liegt jetzt auf 85.000. Nice. Die wäre aber die wäre aber etwas höher, weil ich momentan mit Plutis Waffe spiele. Und würde ich jetzt Kings Waffe drin machen, würde es sich erhöhen.
Also ich muss mal schauen, wenn ich Kings Waffe reinsetze. Ah, das KK juckt mich so ein bisschen. Armin KK sagt ja nicht deine Stärke aus. In den meisten Fällen erhöht sich KK sogar eigentlich richtig hoch durch Defense, ne? Ernsthaft? KK geht richtig hoch bei Defense, ja. Die meisten, die 200 KK haben, haben auch richtig hohe Defense. Also zumindest ist mir das richtig aufgefallen. Ja, wenn ich zum Beispiel Kingswaffe reinsetze, komme ich auf 87.000. Hm. Dragonbird gestern nicht neu gezogen, ja, Glückwunsch. Hui. Ich hatte nicht das Glück mit 80 Pools. Hi Dragonboy. 50-50 verloren gegen... Wie hieß denn nochmal? Huma. Schild, Alter. Nee. Ich kann die nicht mehr sehen. Jetzt schon viermal bekommen. Fünfmal, was laber ich? Fünfmal. Oder sechsmal zumindest. Mittlerweile schon. Ich bin, glaube schon in der fünften Constellation. Ja. Also, wie viel habe ich jetzt noch gesammelt? Ich habe noch 7 Rotkerne. Bin bei 2300. Das ist einmal 10. Ja, werde so um die 20 Puls nochmal sein. Ja, ich muss nochmal 20 Puls sammeln, dann hätte ich genug. Ich muss ja... Wie viel Puls brauche ich noch? Ich habe 44, ja, ich brauche 36. Wanderer, was soll das? Seine ganzen Charge-Attacks gingen alle auf den Falschen. Der aber voll Schild hat und somit weniger Damage bekommt. Come on, please, gönn. Wieso hat er... Was geht's denn jetzt nicht übernommen? So. Ui! Ich wollte das mit den Ruinen noch fertig machen. Aber du musst dir vorstellen, ich habe letztens die Twitch Dinger eingelöst. Die Twitch, wie hießen die nochmal? Drops eingelöst für Genshin. Ja. Und alle gingen in meinen falschen Account. Ich hatte locker über 10 Drops, ne? Nein. Das ist scheiße. Im Twitch war ich nämlich noch mit meinem alten Huyurus-Account verbunden. Leider nur 10-0, ja, ich hab sie 10-1, was soll ich dir sagen? Ja,
Oh mein Gott. 75k Schaden. 80k Schaden, let's go. Na, das findest du lustig, Dragon Ball, ne? Aber dafür habe ich Huma jetzt mittlerweile C5 oder C4 oder so, ich habe keine Ahnung. Ach, dafür habe ich so viel Glück mit Kings. Egal, C6 Asuka. Ja. Die Relikte habe ich auch jetzt gleich alle, es fehlen mir nur noch drei. Oh nice. Oh nee. Ich bin gerade bei jemand anderem in der Welt, ich habe gerade einfach ein Map-Leak bekommen. Du musst dir vorstellen, ich brauche gerade ein grünes, damit ich ein blaues herstellen kann. Ne? Und mit den ein blauen habe ich dann drei blaue. Und mit denen könnte ich ein lilanes herstellen. Mir fehlt genau ein lilanes. Das heißt, ich darf jetzt nochmal diesen Domain. Oha, kriege ich vielleicht hier noch ein 10er-Pool zusammen bei Genshin. Wir mal, genügt es? Tatsächlich ist es genügt für einmal ein 10er-Pool zu machen. Versuchen wir mal ein 10er-Pool bei Regino. Ich habe noch 23 für den Standardbanner. Okay. Woher? Das ist mal schön. Ich hab 0. Gold, Gold. Was kriege ich? Also, als ob. Kein Witz. Wen hast du bekommen? Mal schauen.
Himmlische Klinge habe ich bekommen. Ist das die... Ist das die... die, ein, die das Einheitsschwert mit der blauen Klinge. Ah, okay, gut. Das, was Energy Recharge ist, ne? Ja. Genau das. Okay, ich habe aber noch einen Zehner, dann gönnen wir uns nochmal. Ne, aber... Ja, gehe ich mal seit langem mal rein, habe ich aber einmal Gold gezogen. Das ist frech. Ich habe einen Standardbanner, nur ich habe genau das gleiche bekommen, das Schwert. Okay, ich kann mir nochmal mit dem Cashback kann ich mir nochmal 5 Ziehungen nehmen für Alicino. Gehen wir auf 5 einzelne. Warte kurz, ich bin kurz weg. Der war auch nix. So, bin ich wieder da. Jo. Nix gezogen. Hast du schon gezogen? Ja, nix bekommen. Sehe hier gerade. Mein Sohn Lee mit 46.765 Leben. Oh, what the fuck. Verteidigungswert von 951. Guck dir mal mein Alekino an. Ich guck mir die mal an. Stimmt, wir sind hier schon befreundet. Ich glaube nicht mehr. Nicht mehr? Ah nein, du hast das andere. Nee, ich hab dich entfernt, Ich hab alle entfernt, die über einen Monat beim Offline waren. Also nicht, weil ich dich nicht mag, sondern weil ich Platz gebraucht habe. Ich glaube, du solltest noch bei letzten Spielern mich finden. Nee, das bist du nicht. Das... Das ist ja den gleichen Namen wie auf dem Discord, ja. Akame, ja. Ich habe mich mittlerweile überall wieder so umbenannt.
Nee, ich hab dich aber nicht bei den letzten Spielen dabei. Gib mir nochmal schnell deine UID. Ja, meine UID 7. Dann muss ich zählen. 1, 2, 3, 4. 4 Nullen. Ja. Und dann 3, 4, 9, 8. Yep, ab. Da kannst du dir Instagram alle Kino angucken. Ich gucke. Und meinen Pech. Also so schlecht sind die Artefakte dann auch wieder nicht. Die sind richtig scheiße. Gut, du hast sehr viel Verteidigung, sehe ich auch. Ja. Bei jedem Artefakt habe ich Verteidigung, ne? Bei jedem. Bei jedem. Aber dann erstaunt es mich trotzdem, dass du knapp auf 347 Verteidigung kommst. Ich habe über 1000 Verteidigung. Ich bin bei 1100, noch was. Wieso habe ich jetzt weniger gesehen? Ja, 1112. Ich glaube, ja, du hast sogar mehr als mein, wie mein Song Li, der eigentlich auf Verteidigung aufgebaut ist. Ja, siehst du das? Ich habe sogar fast so viel wie meine Theory, die auch nur auf Verteidigung basiert. Das ist schon traurig, ne, meinem Verteidigungstag. Gut, wo ich Glück hatte, das war zum Beispiel bei Ito. Bei Ito baust du eigentlich auch auf Verteidigung auf. Hast du den drinne? Ach, du hast deine Dinger versteckt. Vielleicht halt. Echt? Warte. Ja, man kann sich deine Builds nicht angucken. Also. Das wird eh ein bisschen dauern, bis aktualisiert ist. Ist jetzt frei. Aber gut, ich habe nur Mädels reingesetzt. Kannst du ja direkt wechseln ins Vito. Nur mit denen angucken. Ja. Profilbau. Ich will Ayaka wieder haben. Ayaka ist nice. Damals mein Main. So, Konfiguration speichern. So. Ito ist drin. Ja gut, dauert kurz ein bisschen, bis es aktualisiert. Wait, ich kann mal versuchen, ob ich dich vielleicht im Akasha-System finde. Ah, guck mal, es hat sogar schon direkt aktualisiert. Das ist schön, das ist schön. Hallo, Miko? Hallo. Moin. Oh, natürlich findet man dich hier nicht. Frechheit. Jetzt habe ich dich gefunden. Beppo. Oh, lol. Also laut dem Akasha-System sind deine Charaktere eigentlich relativ scheiße. Na gut, ich denke, weil du wahrscheinlich lange nicht mehr gespielt hast. Ja, es gab ja so viele neue Artefakte und so. Definitiv bessere Sachen. Ein bester Charakter ist laut der Dings-Kitsching in den Top 72%. Okay. Also mit deinen
Mit deiner Kokomi bist du in den Top 90%, also. Es gibt gerade mal 2%, die schlechter sind als deine Kokomi. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Du hast ja sogar ihre Waffe. Liegt bestimmt auch nur daran, dass, weil du nicht gespielt hast. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Charaktere so scheiße sind. Ein Mini ist fast überall Signaturwaffe. Außer bei Kokomi sehe ich es gerade. Ja, da habe ich auch nicht ihre Waffe. Ich sehe aber, was sind das? Was hast du da bei Ayakan? Ah, Blackcliff Longsword, okay. Utao hast du Dragon's Bane. Auch eine Signatur. Aber bei Raiden sehe ich Signatur. Sogar R2, du bist verrückt, Junge, du hast Geld. Ich habe CC1. AC C0. Dafür aber Ito C1. Aber auch R1 Waffe. Also, ja. Aber ich sehe die Stats. Bei mir mit Signaturwaffe. Euler natürlich auch mit Signaturwaffe. Alter. Okay, lass mich mal reinschauen. Aber ich glaube sogar, meine Euler war besser. Ich bin mir da gerade aber nicht zu 100% sicher. Ich kann da generell nichts zu sagen. Ich hatte auch ihre Signaturwaffe. Warum bist du eigentlich auf R2 gegangen? Hast du das einfach random bekommen, oder? Ja, ich habe nicht wirklich drauf gezogen. Also, Ito zum Beispiel, ich wollte ihn einfach nur haben, aber ich hatte ihn damals, die Waffe bekam ich zweimal beim 10er-Pool. Ah, ja, okay. Na gut, dann ist es kein Wunder, warum R2. Nee, ich dachte, du hast auf R2 gepoolt. Ich finde, Waffen poolen ist noch schlimmer als für den Charakter zu spielen. Eigentlich spiele ich meistens immer nur für einmal alles zu kriegen. Ja, bin ich auch. Aber manchmal kriegt man halt doppelt. Zum Beispiel hatte ich jetzt bei Kasua damals auch. Da habe ich zweimal seine Waffe bekommen und einmal Heifem seine. Und das beides immer mit Low Pity sogar. Das war echt Glück. Ich glaube, Kasuas Waffe habe ich auf 40er Pity bekommen und Alhaifem auf 50er Pity. Also ich habe 80 Pools insgesamt rausgegeben, nachdem ich einmal Kasuas Waffe hatte. Ja, Jean habe ich ja C3. Ja, die sehe ich leider nicht. Ich sehe nur eine C4 Kiching. Ja, das ist mein Maximum. Mit einem krassen Schwert drauf, warum das nicht bei RK ist, verstehe ich nicht. Ich glaube, du spielst Kiching mehr als Ayaka, kann das ja sein? Lass mal Ayaka gucken. Oh, die hat ja nicht mal Artefakte. Nee, die ist nicht mal. Ich hab die einfach nur gelevelt und auch den Freundschaft. Level 90 und Freundschaftsstufe 10, ich sehe es gerade. Ja. Also, what the fuck. Also, das tut gerade mein Ayaka-Herz weh. Ich habe damals Ayaka gemaint, wie schon gesagt. Und ich habe nicht mal ihre Signaturwaffe. Ich habe Blacksword benutzt vom Battle Pass. Und es ging richtig gut. Dabei hätte ich immer gern hier das Schwert, was du bei Kiching benutzt, das Mischsplitterschwert. Das hätte ich gerne gehabt. Ich finde auch das Design von dem Schwert richtig geil. Sowieso, ja. Es passt aber auch viel besser zu Kiching, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht, wieso man ein Elektro-Design macht für einen Charakter, der Eis ist, der Kryo ist. Ist das nicht sogar eigentlich Raidens Design? Von Raiden? Ja, es war eine ganze Kollektion. Du hattest den Speer, das Schwert und den Bogen. Aber Bogen ist von das von Yoimiya, ne? Genau. Ist hier. Es gibt ja sogar noch Forster-Waffen, die in dem Design aufgebaut sind, ne? Genau, und von denen. Einmal ein Speer weiß ich auf jeden Fall und nochmal ein Bogen. Die auch nochmal aufgebaut sind. Also nicht der Five-Star, sondern nochmal Forster-Bogen, der auch in dem Raiden-Design ist halt. Allgemein dieses hier Inazuma-Design. Ah doch, es gibt auch noch das Buch, das Zauberbuch dafür. Oh, das habe ich gerade keine Ahnung.
Ich sehe gerade einfach die arme Eier gerade, sogar ein Level 1er Schwert. Schäme dich bitte. Nein. Kannst du sie mir nicht geben, bitte? Gelte. Ich hab sogar direkt noch ein zweites Blacksword parat. Ja, bis sie wiederkommt, ist eh Weihnachten wieder. Nee, nicht mal. Die wird wahrscheinlich sogar nach Weihnachten erst wiederkommen. Ja, mein Kazuya habe ich auch mit der Sigma Pfeffer. Ja, Kazu hatte ich damals auch mit doppelter Signatur. Die habe ich aber nicht auf R2 gemacht, weil ich mache das nie. Na gut, ich hatte auch nur Kazuyas Waffe doppelt. Ja, Kazuyas Waffe habe ich auch damals doppelt bekommen. Die ist auch Stufe 2. Wann hast du die damals doppelt bekommen? Also beim ersten Rebound oder beim zweiten Alhaifim Rebound? Das war doch Alhaifim dann, oder? Oder habe ich was verpasst? Nee, er war noch mal dazwischen. Ach so, na gut. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe auch nicht bei jedem Banner aktiv gespielt. Ich kann mich nur grob an die 3.6er, 5er, 4er Banner erinnern. Ayaka Shenhe, dann was kam danach? Ganyu und Baizu. Joimiya und Yamiko. Jo, ich sehe gerade, wo es nachgelassen hat bei mir. Ja, diese Zensierung ist irgendwie richtig komisch, wenn man unter Wasser ist. So viel Charakter fehlen mir eigentlich, seit ich aufgehört habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bebo, ich will's nicht wissen, sei ruhig, leise, ruhig. Ich weiß, dass du sehr viele Charakter hast. So 16 Stück fehlen mir. Wow, okay. Was macht ihr da gerade? Seid ihr gerade am Kartenspielen? Ja. Okay. Ich mische mich da mal nicht ein, weil ich spiele dieses Kartenspiel nie. Ich habe nicht mal Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe doch zweimal dieses Tutorial durchgeskippt. Ich müsste es komplett neu lernen. Wie bitte? Ich weiß, dass ich immer gegen Shadow verliere. Ja, weil er das wahrscheinlich die ganze Zeit spielt, kann das sein? Jedes Mal auch manchmal, ich sehe einfach meine Freundschaftsliste, wie er gerade da drin gegammelt. Ich frage mich wie, das ist absolut arschlangweilig. Ich habe das Game nie gecheckt. In Tower Fantasy gibt es ja auch sowas ähnliches. Da hast du aber sogar mehr Auswahl, da kannst du nicht nur ein Spiel spielen, sondern ich glaube 3 oder 4 verschiedene Spiele gibt es da, oder Bebo? Wie viele Spiele gibt es da? Ich glaube 3, oder? Ich habe mich auf jeden Fall nicht alle gespielt. Was du bei den Tischspielen meinst du? Ja, ja, genau, da gibt's. Da hast du mal jung dieses komische Kartenspiel, wo wir nicht verstanden hatten, wie es läuft. Ja, wo wir ein Bot hatten, der easy alles durchgeskippt hat. Ich weiß noch, wo wir beide einfach gewonnen haben. So, hä? Also kein Sinn. Kein Sinn, keine Ahnung. Hauptsache Mission abgeschlossen. Ja. Hauptsache Mission, ja. Hattest du gesehen in den einen Trailer vom 4.0 von Tower Fantasy, da kommen wieder neue Autostrecken? Habe ich gesehen, ja. Genauso wie Renz bin ich auch nie gefahren, außer für Missionen. Das ist immer wie Rennen gefahren sind, das war aber auch lustig. Ja. Warum sagen Tower Fantasy hat so viele Aktivitäten? Engine sollte sich echt mal eine Scheibe abschneiden. Ja, da kann man eine Riese Rad fahren. Dass man alles machen kann. Okay, das sind auch so Nebenaktivitäten, wie fucking Haustiere halten. Immer alle bei mir gestorben sind. Die kleinen Haustiere eigentlich? Ich glaube, meine Fische sind gestorben. Ich hatte nie Fische, weil ich wusste, dass ich mich eh nie drum kümmere. Ich hatte nur ja, erst in 4-7 Tage reingestellt. Ja, mehr kannst du auch eigentlich nicht machen, ne? Ja, du kannst nur für eine Woche. Das heißt, du könntest eine Woche nicht in dein Apartment gehen und die würden es überleben. Ich habe jetzt bei meinem ersten Charakter auf Friendship Stufe 10 und das ist jetzt mein Wanderer.
Ich habe eine Menge Charakter Freundschaftsstufe 10. Ach stimmt, ich muss mal Dings gehen. Stimmt, wo ich gerade in einer anderen Welt bin. Bin ich noch in einer anderen Welt? Ja, bin ich. Ich mache mich jetzt erstmal schnell ab in den Teapot und gehe erstmal einkaufen bei dem Typi dann. Weißt du, wie ich eigentlich die andere Charakter gelevelt habe bei Genshin, ohne sie jemals gespielt zu haben? Also für die Freundschaftsstufe. Nee. Ich habe meine tägliche gemacht und beim Abgeben habe ich mein Team kurz gewechselt. Ah, okay. Weil dann kriegst du jeden Tag diese 45. Gut, das mache ich ab jetzt 100. Auch. Sind es 100? Ich wusste jetzt nicht mehr. 100. Ja, kriegst du 100. Also machst du das wie viele Wochen? Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Ich, auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass Wando nicht mehr mit reinkommt, weil der schon Max ist. Ich sehe, Tsuri ist fast 8. Die ist ganz knapp vor. Kasua ist, ja. Dafür hatte ich auch bei den, du kannst ja mehrere Teams machen. Mein zweites Team war immer das Team für die Freundschaftsstufe. Ich habe auch bei mir ein Team dafür aufgestellt. Und warum kann ich nicht in den Teapot rein? Was soll denn das? Hallo? In welchen Teapot? Hast du die Quest schon alles gemacht? Ich will, nee, ich will den Teapot von jemand anderen. Ja, aber dafür müsstest du doch zuerst mal... Ich muss Anfrage machen. Oh, nee. Warte. Bei mir kannst du doch noch mal reingehen. Bei dir kann ich rein, ohne Anfrage? Normalerweise ja. Ich hab die ist frei. Wait, guck mal. Weiß aber nicht, ob das gerade geht. Nee, er sagt es aktuell offline. Egal, ich frag mal bei Miko. Miko, du musst mich bitte annehmen. Please. I need to buy. Einkaufen. Oh, Mikos Teapot ist schön. Ich will auch seinen haben. Wie meinst du es offline? Wie? Was? Was? Ja, wenn du nicht online bist, kann ich anscheinend nicht rein. Nee. Weil aber was mich bei mir Teapot nervt, ich dachte, bei meinem russischen Kumpel, da kann ich immer reingehen, auch wenn er nicht on ist. Miko hat ein Dings gepackt. Ein Teleporter. Ich danke dir. Du hast mein Leben gerettet. Ich muss doch nicht um die Hälfte der Map laufen. Was kaufen wir ein? Kaufen wir mal eine Katze. Kann ich sehen, ob ich schon so eine Katze besitze? Ohne 0 kaufen wir. So, auch 0. Nehmen wir mit. Ein Hund. Also die Haustiere können ganz schön wenigstens nicht sterben. Ja. Thank you. Jetzt habe ich meine nächste Aufgabe fertig, weil die muss ich unbedingt machen, bevor das Wochenende vorbei ist. Ich muss mir echt jetzt um die ganzen Weeklies kümmern und ich habe mich gar nicht mit der Battle Pass beschäftigt. Ich habe nämlich noch 1200 XP, kann ich noch sammeln. Hier bekomme ich mal 600, wenn ich die Realm Currency abhole. Und ja, wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir gehen jetzt einfach, zumindest ich gehe jetzt einfach einmal schnell den Wolf besiegen. Du hast jetzt auch übrigens die Welt verlassen, ne? Ja, I know, I know. Weil ich in deinem Teapot drinne bin. Was? Man merkt, dass ich schon lange nicht mehr in Genshin war. Wenn ich allein sehe, was für neue Sachen man alles im Teapot kaufen kann, das ist nicht mehr normal. Ich habe mich da nie wirklich beschäftigt. Fast alles in diesem Teapot. What? Du hast fast alles? Wie? Also ja, ich habe damit eine Menge schon gemacht, aber ich bin trotzdem jetzt dabei, noch alle Achievements davon zu holen. Okay. Ich merke, wir wird gerade richtig schwindelig. Holy shit. Wie viel Geld habe ich schon? Okay. Ich will nicht sterben, deswegen bin ich gleich ganz kurz weg, nachdem ich den Wolf besiegt habe.
Oh, ich merke gerade, dass ich... Oh nee, ich habe meine Charaktere noch nicht ausgewählt. Jetzt habe ich nur Bennett und Alekhino. Egal. Ich solo den schnell. Ich bin jetzt echt überrascht, wie gut das Spiel auf meinem Handy gerade läuft. What the fuck? Meine Alekhino ist tot, obwohl ich sie nicht mal ausgewählt hatte. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Was? Ich bin mit Bennett unterwegs, aber meine Alekhino hat Damage bekommen. Danke, Game. Jetzt habe ich den ganzen Weg noch mal dahin laufen. Yeah. Oh nee, ich merke gerade, es wird schlimm. Ich bin da wieder da. Das Match ist beendet. Es ist so geendet, wie ich mir gedacht habe. Du kennst doch diese eine Krabbe in Fontaine. Bin wieder da. Ich hasse es, dass die Hälfte meiner scheiß Säfte einfach kein Strohhalm hat. Wofür kaufe ich die? So, ich gehe mal eine rauchen. Mach das. Nico, bist du noch da? Ja. Okay, okay. Kennst du diese eine Krabbe in Fontaine? Die ich was hab? Die Krabbe. Welche Krabbe? Bossgegner oder was? Ja. Keine Ahnung. Ich kenne keine Fontaine-Bossgegner außer den Ritter da. Aber wir sollten die eigentlich schon mal gemacht haben. Ich glaube, ich hab sie. Ja, das ist so eine große Pyro-Krabbe. Keine Ahnung, kannst du ruhig reinkommen und gucken, ob ich sie hab. Ich spiele gerade noch mit zwei Charakteren. Auf jeden Fall macht die im TCG eine Menge Damage. Achso, ich dachte, du willst gegen sie kämpfen. Nee. Die brauchen wir nur für Garming und Lenny. Ey, dieser Wolf, Junge, dass der jedes Mal hittet, Alter. Na, ja, klar. Und laut diesem Ding von Akasha System soll mein bester Charakter Adafino sein. Jetzt gedacht. Soll mir bestimmt nicht anders. Ich hab mal nicht geguckt.
Danach kommt erst wieder John Lee mit unter den Top 23. Nice. Mahida soll scheinbar auch unter den Top 23 sein. Azuha Top 25, Gandhi Top 31, Hatnari Top 32, Nilu 33, Hogan 60, Kötzing 64, Klee 66, Navia 68. Ich finde dieses Akasha-System auch ein bisschen komisch, das zeigt irgendwie nicht wirklich alles an. Nee, nicht so wirklich. I mean, ich habe meine Nilo, war glaube ich irgendwie in den, war auf jeden Fall besser eingerankt. Ich mache ein besseres Artefakt drauf, sie wird schlechter eingerankt. Dieses System ist komisch. I mean, jetzt ist alle Kino mein Platz 3, das hat keinen Sinn. Die ist aktuell mein stärkster Charakter. Und ich bin mit der in den Top 71. Ich finde, dieses Akasha-System ist irgendwie richtig komisch. Das ist auch. So, bin wieder zurück. I mean, wie soll Adekino meine Top 3 sein? Das geht nicht. Und mit Chiori bin ich in den Top 43. Ich bin mit Solo-Leveling durch. Oh, nice. Also, wie fandest du's? Richtig. Ich fand's jetzt nicht so nice, aber sonst was richtig nice für mich. Es war richtig nice und ich fand einfach so heftig, dass sie mit so einem hässlichen Cliffhanger aufgehört haben. Ja, das meine ich ja. Das nervt richtig, ne? Das nervt richtig, weil es ist mehrere Cliffhanger. Einmal, du weißt nicht, was die jetzt auf der Insel da richtig gefunden haben. Er hat seine neue Fähigkeit. Jetzt gucke ich gerade schon wieder. Habe ich nicht geguckt, aber ich kenn's vom Hören her. Also zumindest habe ich schon mal gehört. So, ja gut, da bin ich jetzt bei dem Pass Maximum. Echt noch mal den Boss für Skada machen. Ja, den habe ich noch gar nicht hochgelevelt, den Namen. Dafür müsstest du dann ihn selber auch wieder überprüfen. Ich habe sogar seine Talentmaterialien. Mir fehlen nur diese hässlichen Samurais. Ich hasse die. Die geben mir so auf die Eier. Ach, die Samurais fehlen. Yep. Ah, da ich jetzt World Level 8 bin, droppen die auch endlich mal ein bisschen mehr. Perfekt. Aber oh, Mondstadt ist so schön. Beste Stadt. Wir brauchen echt mehr Mondstadt. Ich glaube, es soll auch irgendwann noch mal mehr rauskommen. Wir haben anscheinend übernächstes Update. Mal gucken. Also das nächste Update wird ja 4.7.
Oder ne, doch, ja, 4.7 und dann 4.8 soll dann Mondstadt-Erweiterung kommen. 4.9 wird wahrscheinlich gar nicht kommen und wird dann direkt auf 5.0 gehen und dann mit Natlan halt. Die Pyro-CD. Bin gespannt. Ja, du kannst es auch einfach nachgucken. Ja, wie das die neue Region und sowas halt wird, die vom Monster und so weiter. Du kannst nachgucken, was sie geplant haben in den nächsten Patches. Oh, ich hatte mal eine Seite, die haben es immer gezeigt. Am Montag soll auch das noch ein weiteres Event rauskommen. Ich habe das aktuelle Event irgendwie gar nicht gecheckt. Ich bin einfach nur durchgerannt. Ich habe nicht mal 5 Sterne geschafft, außer bei einem. Ich finde, wenn es das Event geht. Na gut, Jan, was? 4.7? Neue Charakter, Clarint und Citrin. Version 4.8, anscheinend eine Emily soll reinkommen. Von der man noch nichts weiß. Emily. Okay. Jep, ja, ein Charakter namens Emily. Und ja, 5.0, Natlan. Aber mit, soweit ich weiß. Mit zwei Charakteren. Einmal Lanzan und Xesbalank. Was für ein Scheiß? Ich kann diesen Namen nicht lesen. Ich schick den mal hier in den Genshin-Chat rein. Jo. Schauen wir mal. Bitte liest diesen Namen mal bitte vor. Ich weiß nicht, wie man den aussprechen soll. Xesbalank. Oder so, keine Ahnung. Ich sehe schon, die Natlan-Charaktere werden schöne Namen haben. Oh, nö. Nee. Gut, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ja, ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie man überhaupt auf die Idee kommt, seinen Namen zu erfinden. Mir ist aufgefallen, dass ich echt mein Kaso mal weiter upgraden muss. Wenn ich noch mindestens 800 Erden bekomme. Aktuell ist er auf 600. Das ist scheiße. Seine Waffe ist nicht gelevelt. Die ich sogar aktuell heute leveln könnte. Sehe ich gerade.
Oh, das nervt mich gerade so viel zu machen. Ich weiß auch nicht, wie man diesen Namen aussprechen soll. Ganz komischer Name, ne? Komplett überfordert mit dem Namen. Ja. Schnell mein Kind zu. Mein Showcase mal überarbeiten. Da kommen wieder ein paar mehr Charaktere rein. Hab nur alle Kino drin gehabt, weil sie neu waren. Und damit jeder direkt meine Trash-Stats angucken kann. Und mit mir zusammen weinen kann, weil die einfach scheiße sind. Also Bebo meinte, die sind gar nicht so schlecht und hat danach meine Defense gesehen. Weil ich aber mehr Defense habe als sein Song Lee. Ich habe eine Defense von 765. Ja, passt das Doppelte. Oder wenigstens ein bisschen mehr Attack oder so. Keins bei der Artefakte hat Defense. Oder? Wenn du mal guckst, alle meine Artefakte haben alle Defense. Alle. Nee, bei mir hat keins Defense, soweit ich weiß. Guck mal bei mir, die haben alle Defense. Alle. Jedes einzelne hat einmal mindestens Defense drauf. Das ist nicht normal, oder? Meine Defense. Baufleisch auf Tank-Teams. Ah, ich werde jetzt erstmal auch noch... Oh, stimmt, ich muss erstmal mein Bandit upgraden gehen, der Arme. Der wartet schon die ganze Zeit. Und extra Boss gemacht. Muss in seine Blumen sammeln gehen. Dann gehen wir die jetzt sammeln. Ich habe aber gesehen, Bebo, Constellation sollst du dir in Wuthering Waves einfach erkaufen können, ne? Mit der Poolwährung da. Also nicht die Poolwährung, sondern die du bekommst, nachdem du gepoolt hast. Oh, okay. In der Art Sternstaub. Ich weiß aber nicht, ob die das noch übernehmen werden. Ich habe mir den nämlich ein bisschen angeguckt und ich habe gesehen, wenn sich 30 Millionen Spieler vorregistriert bekommen mit 20 Gratis-Pools. Wir sind aktuell bei 24 Millionen. Es sollen echt mal noch ein paar kommen. Hast du dir eigentlich schon den kostenlosen Echo abgeholt? Hab ich das gemacht? Du kannst dir nämlich einen kostenlosen Five-Star abholen. Wir sind jetzt bei 26 Millionen. Wenn du willst, ich kann dir einen von meinen Five-Stars anbieten. Ich habe ein paar. Ich habe sogar fast alle, glaube ich. Ich glaube, ich habe sogar alle. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Warte, ich mach dir mal einen Stream an. Du kannst ihn nämlich teilen, dann kann ich es eingeben. Ich habe nämlich aus Versehen schon mein festgelegt, was ich gar nicht machen wollte. Kannst du es leider nicht mehr rückgängig machen. Bei was? Bei Wuthering Waves kannst du schon einen Five-Star holen von den Echos. Keine Ahnung, was das ist, aber es ist ein Five-Star, den du dir holen kannst. Ah. Und das ist in der Art wie so ein Kartentrade aktuell und du kannst sogar deinen Five Stars teilen mit anderen Leuten. Wo hast du es gemacht? Ah, hast du mir geschickt. Ich schick dir die Karte einfach rüber. Du musst mir nur sagen, welche du haben willst. Ich zeig dir mal mein Backpack. Das sind alle Karten, die ich habe. Am besten Five Star, ne? Weil sonst lohnt sich das ja nicht so. Die habe ich alle. Kannst du da eine raussuchen? Ich muss mal gucken. Ich habe sogar fast alle, ja. Share Gallery, die grau sind, die fehlen mir. Okay. Das sind eigentlich so gut wie gar keine. Gefällt dir einer von denen hier? Ja, den ersten in der zweiten Reihe. Der hier? Ja. Okay. Ich glaube, ich hätte sogar den Wolf hier genommen, aber kann leider nicht mehr. Das Ding ist auch nice.
Aber wird das so ein Kartenspiel noch im Spiel oder was? Das ist ein Echo, das ist so in der Art wie, das, den kannst du irgendwie rufen oder so, oder du verwandelst dich kurz in eine Sekunde in dein Echo und dann kannst du damit angreifen. So, irgendwie habe ich das gesehen. Ich schick's einfach mal in den Chat rein, in den Wuthering Waves Chat, da können auch noch andere sich den schnappen. Ich meine, es sind 5 Stück da. Gönnt euch. Hier, Mikro, falls du willst, kannst du den auch abschnappen. Du kannst, ich kann dir sogar noch eine Karte schicken, Bebo, ne? Wenn du willst. Okay. Du musst mir sagen, du hast 5 Versuche. Ich kann dir 5 Karten insgesamt schicken. Welche willst du noch? Mikro, willst du vielleicht ein? Ich verstehe nicht so ganz, was an diese Karten bringen. Ja, das sind Echos, das hast du dann in-game, das ist, ja, keine Ahnung. Kann ich dir selber nicht sagen, ich weiß selber nicht viel. Den hier habe ich, glaube ich, drinne, oder? Ja, den habe ich drinne. So, noch eine Karte muss ich verschenken, dann habe ich meine Aufgaben erfüllt. Hast du schon eine, Bebo? So. Hier sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ja, und dann die. Dann share ich die auch nochmal rein. Ah, hat es jetzt geklappt? Ich weiß nicht. Kannst du dir noch 3 aussuchen oder soll ich einfach random reinschicken? Einfach random. Ich glaube, du hast ja eh schon deinen, den du haben wolltest, ne? Ja. Der Rest ist nur optional. Mal, der sieht noch cool aus, den schicke ich noch rein. Ich schicke einfach mal so gut wie alle einfach rein. Dann kannst du dir die dann selber aussuchen. Der sieht auch nice aus. So, dann haben wir noch so ein Auto. Keine Ahnung was. Ne, ich bin fertig. So, einen musst du dir noch aussuchen, Bebo. Dann habe ich auch meine Aufgabe fertig. Weil du es noch nicht getan hast. Kannst du mir dann auch 3 von dir schicken, die kann ich dann auch einlösen, ja. Dann kriegst du auch deine Mission fertig. Für dir einfach einen. Stream? Ja, bitte. Bist du ein Streamer, damit ich sehen kann? Ja, mein Stream hab ich. Einen Moment. Ich muss mir hier auf die Seite noch was. Hast du einen anderen Five-Star, den ich noch nicht habe? Du kannst ja auch Ziehungen machen. Ich habe jetzt 9 Ziehungen für eine Ziehung. Nein, ich kann nicht. So, hab ich ja eigentlich. Ist der Pisser. Hm. 71 können wir insgesamt finden. Na gut, wo sind sie? Wohnstadt. Oh nee. 2002. Ab dorthin. Hier auf der Seite. Ah, da sind wir doch schon. Perfekt. So. Oh, hier haben wir einige. Ja.
ist einfach schon. Wie bitte? Ich sag, es ist einfach. Du hast gerade geleckt, man hat dich nicht verstanden. Es ist einfach schon 12. Yep. Es ist schon über halb 12. Ich meinte 12. Und ab 12, ja. 5 vor 12. Und ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Aber ich höre mich jetzt doppelt. Okay. Oh. Das ich höre alles doppelt. Das liegt, weil du den Ton an hast von meinem Stream. Oh. Wait, ich wechsle Fenster. So, jetzt solltest du nichts mehr hören. Keine Ahnung. Ja, jetzt höre ich mich nur noch einmal. Eigentlich solltest du dich gar nicht hören. Also ich höre... Du solltest dich nicht im Stream hören oder so, sondern nur deine echte Stimme. Ja, das ist das, was ich meinte mit nur einmal hören. Ja gut. Okay. Ich achte nicht auf meine Stimme, also ich zähle sie nicht mit. Ja, du verstehst. Trotzdem frage ich mich gerade, warum ich jetzt diesen Stream doppelt sehe. Warum siehst du ihn doppelt? Ich kann dir ein Foto von schicken. Okay. Ich hab's dir geschickt. Gut, ja. Oh, what the fuck? Keine Ahnung. Versuch einfach mal einmal zu schließen, wieder aufzumachen. Ich glaube, das hilft. Es sieht wirklich sehr interessant aus. Egal, doppel alle Kino. Jetzt sollte es gepickt sein. Hoffentlich. No. Dieser Stream bleibt doppelt. Pick mal auf den einen drauf oder so. Versuch irgendwie. Jetzt ist das ja komplett anders geworden. Wie bitte? Jetzt habe ich diesen einen einmal klein auf der rechten Seite. Und etwas größer, aber trotzdem noch klein auf der linken Seite. What? Versuch einfach mal Großbildschirm zu machen. Nee. Das machen wir nicht. Jetzt ist nur noch ein Stream da. Dann siehst du. Smart. Ich weiß nicht, ob der da drüben mitgehört. Ich weiß, ich hab nicht aufgepasst. Das ist, glaube ich, nicht die Blume. Egal, ich nehme sie trotzdem mit. Die auch haben. Da hinten sind noch welche. Ich glaube, ich kann das mal upgraden. Oder noch nicht. Oh, mir fehlt ein Feuerstein. Easy. Easy. Wo? Irgendwie, was ich nicht verstehe, ich habe das alles gemacht, aber in meinem Backpack habe ich die Karte aber dann auch nicht drin. Wieso? Kannst du mir mal ein Stream machen? Ja. Hast du mal die Seite aktualisiert? Ja, oder? Ja. Hier sind noch mehrere Blumen.
den Stream an. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Ich hab's ja jetzt. Guck mal, wie viel ich da noch mal brauche. Vielleicht sammle ich sie einfach noch mal schnell. Hier ist noch eine Blume. Gut, Emma haben wir. Und eine Chest. Und eine Chest im Mondstadt. Ja. Interessant, gut, nicht mehr. Gut. Backpack, hier hast du doch. Fristgehörte, oder bin ich jetzt dumm? Ah, du meinst die Pfeifs, hast du dich dir geschickt? Ja. Ja? Wait. Klick mal auf den Link drauf. Ja, Prozess. Wo bin ich jetzt nochmal? Hier, bei Chat. Gehen wir auf den Link. Machst du Redeem? Ah, du hast wahrscheinlich verloren. Es gibt in der Art ein 50-50-System. Ah, okay. Du hast 5 Versuche. Wenn du es nicht bekommst, egal, wir haben noch so viel Zeit. Du, dann löst einfach deinen nicht ein und dann schicke ich dir den morgen nochmal. Okay. Zur Not. Kannst aber ruhig die anderen einlösen, ne? Die ich dir noch geschickt habe. Wie gesagt, das resettet sich daily 5 Mal. Ja, die habe ich schon gemacht. Hast du bei allen verloren oder was? Ich habe bei keinem was bekommen. Das war der letzte, der konnte ich auch nicht. Nee, das ist der gleiche, oder nicht? Das ist wieder der gleiche, ja, stimmt. Guck mal in den Chat, in den Wording Waves Chat, da habe ich noch mehr reingeschickt. Da bin ich auch. Oh, what the fuck? Ich sehe gerade, das ist jedes Mal der gleiche. Ja, ist jedes Mal der gleiche. Okay, na gut, dann ist es mein Fehler gewesen. Ups. Hä? Warum hat er jedes Mal den gleichen Link reingeschickt? Ja gut, never mind. Dann warte. Dann kriegst du sie jetzt nochmal. Da steht sogar shared, also check ich nicht. Ja, jetzt klappt's. Dann schauen wir mal jetzt. Jetzt sind's andere. Da habe ich den armen Chat voll gespammt, obwohl da nichts sich geändert hat. Okay, ja, habe ich auch verloren. Also. Okay, jetzt die anderen. Den nächsten. Warte, Migo, ich komme mal zu dir. Du meinst, du hast noch einen gefunden? Ja, eine Blume und eine Chest. Was? Verlierst du, das ist ein Pech. Ich habe jetzt 5 Karten reingeschickt gehabt, oder? Genau. Schon wieder nicht gewonnen. Was? Thank you. Ja, das müsste. So. Nee, den hatte ich schon. Ne, dann warte ich sie jetzt. Also stellen schon. Ich schotte sie jetzt, oder? Achtung, Feuer! Ja, schotte sie schon. Ein Ich kann dir nochmal versuchen einzuschicken. Welchen hat es noch nicht? Habe ich den Bogentypi reingeschickt? Noch mehr Blumen. Ich guck mal kurz. Einen Moment, Mikro. Nee, den habe ich noch nicht reingeschickt. Dann schicke ich den nochmal. Okay. Bin gespannt. Verliere ich wieder. Ja, ich weiß nicht, du hast ja jetzt 5 eingelöst, oder nicht? Ja. Ich glaube, dann kannst du nicht mehr. Aber hier, ups, einmal reingeschickt. Hat's geklappt? Ich weiß nicht. Aufgepasst. Er hat geklappt.
So, gucken wir mal. Oh, den habe ich. Ja. Die ganzen Tabs tatsächlich auch wieder schließen. Dass sich da auch jedes Mal was Neues öffnet. Frechheit. Hat's wenigstens einmal geklappt. Wie viele Blumen brauche ich überhaupt? Ich glaube 40 oder? Nee, nicht 40. Wie viel habe ich gerade gemacht? 20? Was kann man hier eigentlich alles bekommen? Bei den Kartendings da? Ja. Ja, du kannst auf diese Galerie gehen. Dann kannst du dir das eigentlich sehen, was du alles bekommen kannst. Ich finde irgendwie ist alles irgendwie nicht so meins. Oh, der sieht aber richtig geil aus. Violet Feather Herod, das ist sein Name. Aber der sieht richtig gut aus. Was für ein Ding? Dieser Violet-Vogel da. Bei der Galerie. Egal, ich habe meine Punkte voll. Ich habe auch meine Pools da gesammelt. Für Ingame-Pools. Ich bin zufrieden. Bebo, du kannst deine Echos teilen. Und das musst du zweimal machen. Okay. Und dann kriegst du nochmal eine Aufgabe. Siehst du? Bei den Missionen. Ja. Nein, nicht einzeln Pools machen. So, ich kann ja einzeln machen. Mach einfach 10er, ja. Jetzt hast du keine mehr. Nee. Geh mal auf Mission. Dann geh mal runter. Da kannst du noch ein paar machen. Unweit Freunde. Ja, die hier habe ich noch. Kannst deinen Invite-Link einfach mal reinschicken in den Chat. Dann klicke ich mal drauf und probiere es, ob es funktioniert. Ich kann es aber nicht versprechen, dass es klappt. Ich probiere es mal. Ich denke nicht. Ja, ich bin drin. Start mal neu. Ist hier noch eine Kiste? What the fuck? Gebiet ist 100%, Fake 100%, Zombies. Ne. Nicht? Ja, okay, schade. Ah, du nimmst natürlich auch die Poolwährung mit anscheinend. Oh, meine Tastatur ist ausgegangen. Das ist schlecht. Ich hab nur Akku. Oh, nee, brauch mal keine Faxen. Oh, jetzt. Ja, jetzt auch wieder zu spät, wow. Danke, Tastatur. So, ich setze jetzt mal meine Karte rein. Shadow nicht mehr da? Oh ja, der ist gar nicht mehr da. Mm-mm. Eigentlich wollte ich mich ransetzen an den Chasm, aber ich glaube nicht, dass du Bock hast, das Gebiet zu machen. Ich habe die selber noch nicht mal. Wusstest du, dass du auch außerhalb von der Chasm sammeln kannst? Also hier so? Warte. Das zählt nämlich auch mit zu der Chasm, warum auch immer. Das Gebiet hier. Oh. Bis ganz nach hinten sogar. Aber ja, ich glaube, da habe ich auch schon alles. Hm, okay. Ich weiß nur, dass ich da irgendwann einmal einfach so eine Chest bekommen habe, wo ich random auf so Kisten rumgesprungen bin und dann auf einmal eine Kiste aus Versehen zerstört habe. Und dann war da auf einmal random eine Chest gewesen. Okay. Ich muss jetzt auch suchen gehen. Das ist mein letztes Gebiet von Liwil. Nee, doch nicht, was rede ich? January ist ja neu. Das ist dann das letzte Gebiet. Das habe ich schon länger auf 100. Ist das schwer? Scheint aber eigentlich nicht schwer zu sein. Nö, geht eigentlich. Also irgendwie die neuen Maps sind wieder ganz okay mit Suchen. Ich fand Inazuma war für mich schrecklich.
Ich habe in Itazuba jetzt auch alle Achievements eigentlich so ziemlich. Also die man da jetzt so aufgelistet hat. Verstehe. Da setze ich mich dran, wenn ich alles auf 100 habe. Achievements jucken mich eigentlich gerade so gar nicht. Für mich sind halt Achievements noch ein Weg, um Primus zu bekommen. Ja, leider. Und selbst bei Achievements sind es nicht mehr viele, ich habe schon 1070. Ja. Das ist zu viel Zeit für Genshin. Nicht mal auf meinem Main hatte ich so viel. 6 Dinger, die noch keine 100% sind. Auf meinem Main hatte ich vielleicht gerade mal, also ich, 600 bis 700 Achievements. Aber Bebo hat aber auch nicht so viel, habe ich mit gesehen. Der hat wahrscheinlich die ganzen 9 gar nicht. Von den Achievements? Ich glaube, du hattest 400 oder 500. Es gibt Leute, die haben mittlerweile schon 1000, weil du bist ja auch so ein Achievement Hunter gewesen, deswegen. Genau, also ich bin. Okay, jetzt lass mich gucken, ich hab dich ja. Ah, du bist sogar online, du bist bei. Ja, okay, nevermind, du hast knapp 700. Ja. Was eigentlich genauso wie ich gehabt. Und ich bin nicht wirklich ein Achievement Hunter gewesen. Ich hab ein paar habe ich gemacht, ja. Aber nicht alle. Genau wie hier habe ich auch. Ich glaube, die Co-op habe ich ein bisschen gemacht. Bin ich auch noch nicht ganz fertig. Muss mal gucken, was haben wir denn da? Co-op. Ich glaube, ich muss noch 3 Bisse haben. 3 Bisse muss ich noch besiegen. Ich kann mir gar nicht erinnern, was die Bisse das sind. Oder ob ich die überhaupt schon überhaupt kenne. Ich weiß es nicht. Also bei mir in meiner Freundesliste habe ich nur einen, der hat 1200. Sag mir nicht, das ist der Russe. Ich glaube, der hat echt kein Leben. Nee, der Russe, der ist auf 1122. Der hat ja genauso viel. Zeigt mir, dass es noch eine Menge Achievements gibt, die ich noch nicht habe. Gut, ich sehe schon wieder, was man sammeln könnte. So, ich sehe gerade, da ist nicht so viel zum Sammeln. Ja gut. So, wo bin ich jetzt? Bin hier. Also auf 1088 Achievements könnte ich allein davon kommen, mit dem, was ich hier noch alles machen muss. Die angezeigt meinst du, ne? Ja. Okay. Du findest bestimmt noch die unangezeigten heraus. Wenn nicht, gucke ich mir irgendwelche Tutorials an, wie man die bekommen kann. Das hätte mal gucken, welche du schon hast, ne? Nicht, dass du doppelt machst. Ja. Aber warum wird jedes Mal die Welt übel dunkel, wenn alle Kino angegriffen wird? Na, guck mal. Da habe ich sogar gerade ein Achievement bekommen. Da weil ich einen Seelia gebracht habe. Na, let's go. Guck dir jetzt erstmal einmal im Genshin Chat an, was ich dir reingeschickt habe. Ja. D.
Damn, wir sehen C6 Zhongli. Damn, what the fuck? Okay, aber er hat anscheinend nicht viele Charaktere, das, dann kann ich das verstehen. Der Russe, der hat einfach zu viel Geld. Ich weiß nicht, was los mit dem hier. Frag ihn mal, ob er mir was ausgeben möchte. Ob er mir so eine C6 alle Kilo gibt. Aber gut, er spricht nicht viel über sein Leben, aber ich kann es mir denken. Weil es ist unnormal, dass auch zum Beispiel ein Typ, der knapp 26 Jahre hat, da mit einem Tesla S rumrennt. Okay. Du musst dir... Hat der Ahnung, ein Geld machen? Oder hat er abbekommen? Kann auch sein, man weiß es. Das Lustige ist, er hat nämlich für einen örtlichen Lieferdienst gearbeitet, so ähnlich wie Lieferando, wo du dich dann anmelden kannst, aber du arbeitest mit deinem privaten Auto, gehst du das Essen liefern. In der Art wie Uber Eats. No? Ja, so ähnlich. Das heißt, du das für die liefern, aber musst dein eigenes Auto haben. Die stellen dir kein Auto zur Verfügung. Ja. Und der ist einfach mal mit dem Tesla das Essen überall ausliefern gegangen. Warum nicht? Woher hat der einen scheiß Tesla, wenn der fucking Lieferant ist, dass ihr so viel Geld verdient? Das ist gerade die Sache, wo ich mir einfach nur meins denke, wie er sein Geld macht, aber jedenfalls sein größten Teil von seinem Geld kommt nicht wohl von ehrlichen Sachen. Warum denkst du das? Es ist, wenn ein Russe dir nicht sagen will, wie er sein Geld verdient, dann weißt du, dass es aus der russischen Mafia ist. Hm, okay. Ist mir auch egal, weißt du, er ist richtig cooler Typ. Der Dude hatte einmal eine Lieferung, die komplett bezahlt wurde, aber der Typ war nicht zu Hause. Okay. Und das war eine Bestellung von Essen von 80 Euro. Okay. Was macht man dann eigentlich bei so einem Ding? Der kann ja das Geld dann wieder zurückziehen und sagen, er hat es nicht bekommen, so auf den. Ja gut, er hat den Kunden angerufen und er sagte nur, scheiße, ich hab's zur falschen Adresse geschickt. Wow. Nee, dann ist es in Ordnung, Sie können es behalten. Und er ruft mich an, so, sag mal, hast du schon zu Abend gegessen? Sag ich, nee, wieso? Ich komme jetzt vorbei, meine Schicht ist vorbei. Ich habe Essen im Wert von 80 Euro. Der ist Russe. Also, ich dachte, der lebt in Russland. Der hat seine Studien hier gemacht. Er geht immer zwischenzeitlich in Russland. Er spricht auch sehr, sehr schlecht Luxemburgisch, Deutsch und Französisch. Wobei ich mir dann die Frage stelle, wie hat er die Studien hier in Luxemburg geschafft? Ich hasse sowas, meine Güte. Ja, ein Bogenschießer wäre einfacher. Sowas brauche ich nicht, guck. Ich brauch's nicht. I'm better. Jetzt komm runter, du Arsch. Ja, siehst du. Nein, sie hat nicht drauf geschossen, das war ich. Eindeutig. Hast du gesehen, Bebo? Bogenschütze, ich nichts brauchen. Mit dem Bogenschütze wärst du schon längst fertig gewesen. Nein, nein, nein. Bogenschütze brauche ich nicht. Komm, nimm dir Amber.
Und wenn ich einen Bogenschütze nehme, nehme ich definitiv nicht Amber. Meine Amber ist sogar Level 80. Meine ist 90 und sogar Freundschaftsstufe 10, ohne dass ich sie jemals gespielt habe. Meine ist auch Freundschaftsstufe 10. What the fuck ist mit euch, Junge? Meine ist Freundschaftsstufe 10. Genauso 0, wie Junge. Kaya und Lisa, die sind auch Freundschaftsstufe 10. Ja, bei mir auch. Wobei, mit Lisa spiele ich gerne. Sie hat auch ein Skin. Ich glaube, den habe ich sogar. Also ich habe den von, wie heißt der Typ vom Weinberg? Skins habe ich. Weil den fand ich richtig cool. Zumal mit diesem Mantel von den Fatui sieht richtig so geil aus. Was hat eigentlich Diluc für eine Geschichte mit den Fatuis? Ich habe mitbekommen, dass sein Vater irgendwie durch die Fatuis gestorben ist, wegen Auge und so Scheiß. Wegen dem Teufelsauge oder so. Da weiß ich auch nicht mehr ganz, wie die Story war mit Diluc. Du hattest außerdem über das Event, war das alles erklärt wurde. Wann ich das zuletzt gehört habe, das ist auch 2 Jahre oder so. Du Arsch, ey. Nerv mich nicht. Stopp. Wer bist du denn jetzt? Stopp. Ja, wo ich noch aktiver Genshin-Spieler war, habe ich ja auch alle Skins gekauft. Ach, nö. Alle. Ich sammle der da oben. Ich hatte den Ayaka-Skin, ich hatte auch ein paar den Chaos-Skin kostenlos und so. Also die Event-Skin hatte ich eigentlich alle fast kostenlos. Ja, die von Fischl. Ayaka habe ich bezahlt. Der Fischl hatte ich nicht. Hattest du die von Barbara? Die habe ich. Nein, von Barbara. Ich habe Barbara nicht. Barbara habe ich, der war gratis, Jean war, musste man zahlen. Jean hatte ich auch, richtig. Dann natürlich den Skin von Kitching, von... wer war noch? Nguyen war ja auch. Gab's noch? Ich brauch Bogenschützen, Mann! Was ist das? Ja, natürlich! Warum sind jetzt hier alle so einmal mit Bogenschützen? Ey, das ist doch gerade so eine Verarsche, ne? Albert, das liegt an dir. Ohne Witz, was hast du mit mir gemacht? Du hast mich gerade verflucht. Ja. Du hast mir den Bogenschutzflug gerade gegeben. Ja, muss ich einfach rausnehmen. Ich werde nie im Leben Amber rausnehmen. Guck, was ich fühle. Guck, was ich fühle. Hier. Wir brauchen noch keine Ganyu. Wir haben Fische mit den schönen Five-Star-Bogen. Hier, zack, zack. Alles fertig? Und Jelan. Seht ihr? Wir brauchen keine Bogenchars. Das war nämlich alles alle Kino. Nur in Verkleidung. Es kam ja wieder Minlin. Was ist jetzt für eine Verarsche? Eigentlich bei diesen Türmen der beste Charakter ist Yunima, weil sie diese zielsuchende Geschosse schießt noch. Das ist nicht Tainari? Nee, sie macht das auch. Achso.
Egal wie gut sie ist, Gandhi ist besser. Nimmst du jetzt Kolei? Wo sind sie sitzen? Bin ich blind? Ah. Sie war für mich auch so Amper 2.0. Wie ist er auf einmal dahin gekommen? Die Arme, die hat ja Eliazar gehabt. Eliazar, fast gestorben. Jetzt wieder zu Duchessen? Nein. Wir können eigentlich weggehen, das ist alles Windeln, was ich schon auf 100% habe. I need to chasm. Ab in die Höhle. Ich will erstmal alles außen rum holen, was geht. Ich habe keinen Bock da reinzugehen. Das will ich wirklich bis zum Schluss erleben. Das ist aber wirklich ein sehr interessanter Chat gewesen. Hast du da die Nebenquest schon im Chasm gemacht? Ein, zwei müsste ich gemacht haben, ja. Ich glaube, ich habe sogar alle, das waren sogar alle, die es gibt, bin mir da gerade nicht sicher. Weil manche musst du machen, um überhaupt an die Dings zu kommen. Ich hatte eine Quest, die hat bei mir nie funktioniert gehabt. Die hat bei mir gebuggt gehabt. Auf dem Account. Das kann ich, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Das war eine Quest, da musstest du Sachen abgeben bei so einem Typen. Die hast du suchen müssen. Das waren so sechs Sachen oder so. So Gegenstände, die überall irgendwo rumlagen. Eins war nämlich bei so einem Banditenlager. Da musstest du so ein Banditenlager auseinandernehmen. Und dann hast du erst die Sache bekommen. Und du musst dir vorstellen, ich habe das Banditenlager auseinandergenommen. Und die Sache ist bei mir nie gespawnt. Nie. Obwohl das die einzigste Sache war, die mir gefehlt hat. Ich habe das über Tage versucht, es hat nie geklappt. Jetzt irgendwie die Aufgabe einfach weg. Aber anscheinend habe ich sie geschafft. Ich weiß dann nicht wie, aber ja. Warum zieht das alles zu Minden? Ich dachte, das ist der Chasm. Frechheit. So, eine Kiste. Das sieht echt so aus, als ob die Hirschschutz da im Unterricht wäre. Wer will Unterricht? Ja gut, dann geht's rein in den Chasm. Nee. Wenigstens habe ich Holo-Lab-Karte. Und ich habe noch nicht alles gemacht, weil ich sehe gerade schon wieder hier eine Nebenquest. Die interessiert mich aber gerade so gar nicht. I see. I have here some new point. Da musst du dann irgendwo, glaube ich, dann Typen irgendwelche Stress abgeben. Ganz aber immer noch lustig, wie Furina übel Schiss hatte vor Alekino. Ich hab das gar nicht gecheckt. Dieses fucking Archon, was macht sie? Du wirst es noch herausfinden.
Ja, dass sie nicht der echte Archon ist, ist mir irgendwie schon klar, nachdem unser Charakter das schon angezweifelt hat und Neuvillette als Archon bezeichnet hat, obwohl er ja der Drache ist. Der Hydro Dragon. Fängt doch immer gerne wieder Diskussionen an, kann das sein? Ja, ich kann sehr gut diskutieren. Kein Deutsch kann ich, aber ich kann sehr gut diskutieren. Okay, wo ist das letzte? Noch nur zwei oder nicht? Ah, nee, das wurde schon gemacht, never mind. Na gut. Gut, gut, gut. Keine Ahnung, wie das beschrieben wird. Ein Kandria. Alter, die Kino, ja, die soll von Kandria sein, richtig. Hab ich auch gehört. Was hab ich geschrieben? Hm? Da habe ich irgendwas geschrieben, wie Kanriaha. Egal, man hat's verstanden. Ich hab den Ort gefunden, wo ich auf Kisten rumgesprungen bin. Wo ist der Ort? Das war nämlich so ein Haus und ich glaube, das war hier irgendwo. Da war da einfach so Kisten, auf denen bin ich einfach nur so gerne drauf rumgesprungen. Und dann war da eine Chest. Bin unterwegs. Wo bist du? Oben? Unten? Ich sehe dich gerade nicht. Hallo? Nico? Ja, ich bin hier gerade irgendwo in der Mitte. Gut. Ah, hier bist du, ja. Kannst du weg?
jetzt habe ich dich wieder verloren. Ja, da hinten bist du. Wo sind die Kisten? Wo? Das frage ich mich jetzt gerade selber. So, ich dachte, du hast dich schon gefunden. Nee, nicht ganz. Aber ich glaube, die waren eigentlich hier oben, aber sie scheinen nicht da zu sein. Hm. Ich habe es ja schon gemacht. Kann auch sein. Es war auf jeden Fall auf irgendeiner Plattform und da waren dann Kisten drauf. Allerdings sehe ich hier keine Plattform, wo irgendwelche Kisten drauf sind. Aber eigentlich sollte man hier noch mit dem Kompass Dinge finden. Stimmt, ich hab den Kompass. Oh, ich hab den schon wieder voll verpennt. Ich hoffe, ich das noch. Yes. Okay, die Kiste, die ich da mir angezeigt wird, die wird mir sogar nicht mehr auf der Map angezeigt. Irgendwie noch Hatte ich auch nicht. Schon manchmal. Gut, jetzt bin ich hier. Muss ich anscheinend hier sein. Ah. Ist hier nichts. Hier irgendwo. Nee, hier ist nichts. Kann es unter dem Stein hier sein? Oh nee, das ist ein Rätsel. Ich merke schon. Dann den Rätsel. Gut, ich glaube, das habe ich auf der Karte nicht markiert. Yep, okay, nevermind, ich habe es noch nicht auf der Karte markiert gehabt. Gut, jetzt muss ich nur. Ja, wo ist denn die? Wie ging die Scheiße nochmal? Das Ding hier mit Noel abzuführen. Oder ich muss zusammen gehen. Bitte? Und? Tada! Ja, perfekt. Ist schon erledigt. Du hast hier jetzt sogar zwei. Aha, da kommt jetzt der andere. Da hinten war noch so ein Ding. Ah, guck mal hier. Und hier habe ich dann halt einfach von Jongi das Ding hingestellt und dann hat das gepackt. Ah, ich verstehe, gut. Das ist ja. Was ist das jetzt schon gemacht? Hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Nochmal? Oder hast du das jetzt schon gemacht?
Das mit dem Ding hier hinstellen. Ja. Das war das, um die Kiste da zu aktivieren. So. Die war auch unter so einem an Ding. Und ich sag nur mal so, für die Kevin ist John Lee wirklich ein großer Bonus. Brauche ich nicht, du hast ihn. So, was sagt die Map? Sie sagt, hier sollte was sein. Aber ich sehe gerade nichts. Was sagt Dings? Kompass? Keine Chests in der Nähe, ja gut. Na, jetzt zeigt mein Name. Perfekt. Nö, oder? Nö, 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 nö. Doch. Warum geht's gerade? Sieht scheiße aus. Musst du da hoch? Jep, ich muss da ganz hoch. Danke. Ach, warte, Venti ist auch mein Charakter. Der braucht Venti. Der Wanderer. Der Wahnsinn. Die wo ankommen. Ja, aber ich meine, mit Venti hätten alle fliegen können. Jetzt haben wir hier wieder irgendwas von. Nee. Hier. Da ist einer. Perfekt, danke, danke, danke. Wie ist meins? Ich glaube, hier ist erstmal nichts mehr. Ah, hier unten habe ich noch was gefunden. Ah, hier ist nochmal dieses Rätsel.
Da unten habe ich noch mal die Dings gefunden. Hab jetzt zum Glück meinen persönlichen Zombie. Zombie, du bist falsch. Du bist falsch. You are going in the wrong way. Hier, hier, komm hier. Komm ab. Oh Mann, verpiss dich. Gekommen. Und wohin soll das Ganze, wenn ich fragen darf? Wie bitte? Wohin das Ganze soll? Wohin was soll? Weil hier aktivierst du das und dann geht das immer für eine gewisse Zeit. Von da geht es dann nach hier. Und dann geht es hier allerdings nicht weiter, wo es hinkommt. Mhm. Also kein Endziel, wo diese Test sein könnte. Wie aktivieren wir das denn? Die Chest wurde schon aktiviert. Achso, never mind. Oder sagt dir der Kompass, dass hier noch eine Chest ist? No. Hat mir die Karte gesagt. Aber wenn wir das schon haben, dann never mind. Aber die Karte sagt mir, dass hier unten noch eine Chest war, wo du hin wolltest. Da wolltest du hin. Das sehe ich wieder, wo ich mir da bin. Das war zum Aktivieren dieses Eingangs hier in die Höhle. Achso. Das sagt mir, dass aber hier eine Chest ist. Dann habe ich die anscheinend schon. Nicht? Ich hab jetzt noch vor. Ja, perfekt. Never mind. Gut. Ups. So, machen wir Kompass. Der sagt mir nichts in der Nähe. Ja, perfekt. Ist hier aber wieder was. Okay, das hatten wir vorhin schon, oder? Ja, wir sind wieder im Kreis. Okay, gut. Brauchen wir denn jetzt noch was? Die Map sagt mir genau hier, wo ich das nicht. Oh ja. Der ist anscheinend im unterirdischen Bereich. Gehen wir zum Anfang. Hast du den Eingang jetzt eigentlich geöffnet gehabt? Nee, der war schon vorher offen. Ne? Das war der, der schon geöffnet war. Das ist der, der zum Domain dafür. Ja, gut. Dann aber meint. Dann kann sein, dass ich hier unten schon war. Egal. Jetzt zeigt's mir der Chest hinter mir an. Frech.
Also eine Chest ist auf jeden Fall hier unten, laut der Map. Mal sehen, mal an. Ich muss schon kommen. Und laut Kompass? Laut Kompass ist hinter mir noch eine. Also, ja. Draußen ist wahrscheinlich. Wait, wo sind wir jetzt? Wait, hier habe ich auch was. Mal hier rüber. Oh, das weiß ich jetzt auch nicht. Da wird schon gelootet. Oh meine Güte. Was geht scheiße? Was ist das? Übersicht hier unten. Gut, das scheint auch nicht hier zu sein. Hier anscheinend auch eine andere Ebene. Ja, aber hier sollte eine Chest sein. Die habe ich anscheinend schon. Ja, wenigstens habe ich die Chest hier. Perfekt. Wir sollen aber noch diese Steine Dingsbumster sein. Die habe ich aber anscheinend auch schon alle eingesammelt. Na gut. Und das scheint oben zu sein. Okay. Thank you.
war jetzt wirklich eine sehr merkwürdige Frage. What? Was denn? Gut. Mein Gott, ich finde, ich habe das nicht. Ich hab eine Kiste gefunden. Let's go. So, ich gehe aber pennen. Reicht für heute. Jo. Ich hab schon fast vergessen, dass er noch da ist. Was? Wow, der Arme. Einfach. Jetzt sind wir da. Ja, ich hab morgen frei und Montag frei. Ich hab nicht. Donnerstag ich hab und Freitag frei. Jetzt gedacht, das ist ein Sonntag frei. Oh wow. Naja, es gibt Leute, die haben nicht immer Sonntag frei. Ja. Oder zum Beispiel. Er hat mit Sonntag als Feiertag gar keine Verbindung.